Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Fake Grand Order. Beim letzten Mal haben wir es geschafft und Quetzalcoatl überzeugt, dass sie unserem Team beitritt. Damit haben wir nun mit einem Fragezeichen zwei Göttinnen hier aus der Allianz schon auf unsere Seite gezogen, auch wenn das mit Ishtar so ein bisschen fragwürdig ist. Und das nur durch unseren super Wrestling-Move, wo wir 200 Meter in die Luft geflogen sind und hier versucht haben, einen Waterbomb auf sie zu machen. Hat auch halbwegs gut geklappt. Nun gut, wir reden nun darüber, wie es weitergeht und wie wir diese nette Axt, die wir hier sehen, mit nach Uruk zurückbringen. So, back to the topic at hand. Wasn't your goal to get the axe of Marduk more than it was to get rid of me? Yes, that's right. We need the destructive power of that axe to defeat Gorgon. That's why we came here. But what do we do? Nobody told me that axe was so big. We're not strong enough to carry it. I thought so. It weighs the same as all of Eridu, but I know another way to carry it. We can make a rope with jungle vines and have my winged serpents carry it to Uruk. I have the three teams of 300 of them take turns carrying it. It'll take 3 days. Is that enough time? Of course, that would be great. You work on a whole different scale, Quetzalcoatl. You're way more useful than Merlin. Hey, I'm the thinker, not a worker. Don't compare me to a war god. But it's true that Quetzalcoatl is useful. Let's keep on relying on her. Though it bothers me to make a lady do all the work. There's no need to worry about that, no. Because there's something I want you to do before I get the winged serpents ready. Okay, look at all these groundkeepers standing around the eggs, yes? It's a bunch of, an army of giant wrestlers! Spriggans, keine Bock auf Spriggans, man. See? A defense system left behind by the Mesopotamian gods? They've got an attack bonus against divinities too, so that none of their gods can misuse it. It'll be a bit hard for me to and Ishtar to deal with it then, so you can take care of it. Oh my, I guess it was too early to assume going home was going to be a cakewalk. Very well, let's do it, Maxi. Don't worry, it's nothing compared to what Quetzalcoatl has to do. Just be careful when you select your party members. That's right, make sure you think carefully before you start fight, Master. Alter, ihr seid alle so lustig, Mann! Ich lache, oder wann soll ich lachen? Morgen? Also, ich starte einen Kampf. Und dann sagen sie mir, ja, nimm bloß keine Divine Enemy Charaktere mit. Ja, wen habe ich dabei? Ist da? Ihr seid mir alle so Lutscher, Mann. Zum Glück ist mein E-Mail alles andere als Divine. Das ist echt richtig funny. Das ist richtig funny. Das sind solche Lutscher, Mann. Ganz ernsthaft, Mann. Ja, nimm bloß keine Divine Gegner mit. So. Ich sehe, was er. Wahrscheinlich ist er einfach so mit zwei Hieben einfach vernichten. Den kannst du hauen. Den kannst du auch hauen. Aber nur einmal. Zweimal geht nicht. So, was heißt denn das? Strength oder nur Damage eigentlich? Increased Damage stellt. Okay, aber ihr Damage ist immer noch gut genug. Ja, dann ist mir das doch eigentlich wurscht. Muss ich halt nur den eliminieren, bevor irgendwas Schlimmes kommt. Oh, bitte Crit. Genau. Sehr gut. Nicht gut. 1-6. Das ist jetzt auch nicht so, was ich... Ich dachte, der macht jetzt irgendwie gleich dann 2000 Schaden dann. 3000 Schaden dann. Und dann, wenn er Critter macht, auf zigtausend, aber so ist das echt in Ordnung. So. Ja. Bitte, bitte, 3 Quid. Sehr gut. Das passt dann mir nämlich nieder. 1, 2, 3, 4. Ist ja furchtbar. Langt. Sehr gut. Okay, super gut. Das wird ein lustiges Level, liebe Leute. Luchador. Sehr lustig. Okay, dann zwei Luchadors. Na, machen wir nicht. Limited Blade Works machen wir nämlich jetzt. Beim nächsten Mal critten wir dann ohne Ende. Wahrscheinlich ziehe ich dann keine einzige Karte mit ihm. Aber das ist mir wurscht. Erstmal mal den so knapp 50.000 Schaden, was schon mal ganz cool ist. Dann schauen wir mal. Also ist das echt super.
Kann farmen, macht ultra viel Damage, kann der Party ein bisschen helfen mit ihrem Attack-Up. 50.000 war ein bisschen gut gewollt, oder? Kann ja nochmal ist das MP eigentlich rauspacken, oder? Außer ich, mir wird es jetzt erlaubt, mit ihm zu critten. Ein bisschen immer mit Robin critten. Aber egal. Wer den Kack 4000 Leben crittest du? Genau, Mann. Super. Lutscher. Oh, bitte töte sie eh nicht, Mann. Bitte töte es doch einfach jetzt schon nicht. Okay, okay, okay. In Ordnung. Super. Super, super, super. Und jetzt eine. Ich muss jetzt leider einmal David angreifen lassen. Passt. Warte. Zack. 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 Langt damit dabei die MP vor. Oh nein, 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 ich hab mal wieder vergessen. Ich darf meine Fähigkeit zu aktivieren. Oh, diese blöde Fähigkeit, die mal alles zurück, Mann. Ich will es nicht mal vor dir. Jedes Mal vergesse ich es, Mann. So schlecht, Mann. So schön hätte ich es machen können. Aber okay, kann man nichts machen. Heilen wir mal. Und dann zerstören wir. Ja, okay, passt der Karte. Ja, gut, dann mach mal. Jetzt haben wir ein bisschen coole MPs, oder? Jo. よしよし、今回もよろしくね。大いなる天から大いなる地に向けて、またの名をジュベルハブリンブレイカー。弔いの牙を研げ。 16.000, aber das ist in Ordnung, Mann. Guardians Ambition, du hast gar keine Ambitionen mehr. Du bist ein blöder Wachmann und du wirst jetzt erstmal platt gemacht. Auch von der Werten ist der, gell? Stärke gegen die One Enemies, du weißt schon. Leider übrigens, am Ende dieser Kampagne halt wischt er so als Servant einmal so geschenkt. Einer bleibt immer dabei und ich. Aber sie sagt ja doch, das Nette ist, sie sagt ja auch immer, nee, es ist nur für den beginnenden Vertrag. Leider, die 5-Sterne-Dinger werden eher einem nicht so geschenkt, besonders wenn sie ganz hohes Beifall sind. Also, haben wir auch die Luzadores hier bezwungen, die kurze Kotzel nochmal extra aggressiv gemacht hat, damit es noch schwerer geht, hier an die Axt ranzukommen. Ich kenne das schon. Und dann, Data-Update, okay, schön. Das kommt manchmal. So, und Fu mag das natürlich nicht. Deswegen hat er sich jetzt einfach aufgehangen, oder? Nee. Hallo, Dankeschön. Mal ist er der Mobile Game. Aber es wäre auch ein PC spielen. Soll eigentlich einmal freigehen. Aber geil. So, genug Updates haben wir gemacht. Da, jetzt sollte ich einen Quartz bekommen. Oder auch nicht. Oh, achso, die Mission geht ja noch weiter. Verzeihung. Oh, jetzt würde ich so gerne hier kurze Kotzel einsetzen. Es ist so grausig, was wir immer als Servants bekommen, Mann. Es ist so unfair, Mann. Ich will doch meine Servants einfach mal zeigen. Jetzt habe ich kurze Kotze, die ich nie wieder danach spielen werde. Und können sie einfach nicht zeigen. Nun gut. Mir wurscht. Dann gehe ich jetzt wieder hier zu meiner
It's Magic Party. Zack. Zack. Passt du. Soll ich Enkidu rein tun? Nö, das wird schon schief gehen. So. Hier. Passt du. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten kann es ein bisschen tricky werden. Wird schon schief gehen. Das ist jetzt echt keine so gute Party. Aber ein bisschen Arts. Spammen geht immer. Also. Genug Spriggans bezwungen. Well done. Now just leave the next 3 days and 3 nights to my babies, yes? I connected King Gilgamesh as well. I told him we could deliver the goods in a day before Gorgon's attack. Then let's return to Uruk. It's a 2-day trip from Eridor, so we do have some leeway, but... in that case, we can spare just a little time. Since we're in Eridu, you just have to see the finest cylinder seals Eridu has to offer. Cylinder seals? Schön. This is the center of Eridu, where Raya's authority was granted. It is a bit odd that I introduce you to this place, being a foreign deity. Raya's authority is a proof of kingship, as granted by the gods. Just think of it as being a kind to a contract or a convent. In Mesopotamia, the gods decide who will be king. One is chosen from among the rulers of the land. For the cylinder seals, now those big pillars, the seals are, as the name suggests, like one's personal seal. Maxi, perhaps you use stamp like personal seals back home? You know, a drawing carved on the block, which you then press onto ink, so you can make any copies of it onto paper. Well, in Uruk, 5,000 years before your time, that type of seal was already part of daily life. Of course, they weren't used to signatures, they were for magical ceremonies. They had tails carved into them, were dipped in mud, and were then rolled onto things, tools for the mass production of stories, if you will. It seems the cylinder seals here are the biggest and oldest ones of all. Let's see, you won't be able to read it like this, so let me transcribe it onto the ear. A city and a dragon? Quite a story we have here. When a ring of light appears in the heavens, the land of Mesopotamia shall be returned to its origin. It's a seal that predicted our current situation. The city refers to its Uruk, and the giant dragon is the goddess Tiamat, referring to Gorgon. I accessed my right, in other words, my god-given right to remain silent. I reserve the right to withhold comments as well, yes. To be frank, as variable, this is only a sightseeing spot. It holds no special meaning. Really? But the fact that it's a sightseeing spot? Yes, Eridu is a city of the same size as Uruk. To the people of Mesopotamia, the contents of the seal may be well known. The people of Uruk were afraid of Tiamat because they already knew the prophecy on the seal. I suppose so, and that Galdi established the demonic front, knowing the content on the seal. Well, I'm not one to talk since I was part of the Sea Goddess Alliance, but the people of Uruk don't know when to quit. But as a result, this land managed to stuff off a rune for half a year, and the master named Maxi made it in time. And now it is my turn to reward those efforts. I'm a flighty goddess, but I will do everything in my power to help you. Well, it'll be a pain if you change side again so easily, but you're welcome as an ally. And I get why you wanted to show this to Maxi. It seems you really are a goddess who watches over human growth without being overprotective. You're more of a reliable older sister than a mother. Hey, you're embarrassing me. Actually, they did call me Big Sis, yes? I'm the older sister type too. Can't be in. Wait a second. I just realized. Isn't this totally like a harem girl situation? 3 goddesses, a little girl, and a kohai?
That's a really high percentage of girls. I wouldn't be surprised if a passionate youth event starts upon these days. Ah, Zagia, you're leaving the group. I'm appointing you a supervisor of the expiring winged serpents. What? Oh, come on. You just demoted me to the B team? I want to be next to Maxi, where the main action is. Haha, are you going to make me repeat myself? Translation, should I make you a carpet or mount your head on the wall? Okay, the winged serpents will be in good boss. I'll make sure they get to work in 3 days. Kurze Kurze, eine nette Person. And so Jaga Warrior has left our party. Quetzalcoatl has good judgment. I know, right? When you're on the road, the fewer rivals, the better. Oh yes, Easter. You can fly too. So there's no need for you to come with this to the jungle, is there? You should probably leave this to Anna and me and return to Uruk ahead of us. No, I'm coming with you. As if I could leave a goddess alone when she obviously has an ultimate motive. Right, Mesh? You're on my side, aren't you? I'm not on anybody's side, but I just hope the road back is a safe one. Contrary to what Jaguar said before, this is no harem. It's more like a gambling den. Well, last time it was all dudes. Stimmt, ein paar Leute waren so Kerle jetzt in der Front. Das ist gut, das gefällt mir. Maybe this is just the universe balancing itself out. Truly, after 7 searches, this kind of thing was bound to happen. And this is what makes Journey so much fun, in any event. It's a good thing that the final search is a colorful one. I'm certain demonic beasts will attack a few times before you reach Ur, but they'd be no match for you now. Enjoy yourself on the way back, just don't let your guard down. Also, das ist die Überleitung zu kämpfen. Das klingt so, ja okay, kommt der Mondbeste mal. Das ist ja inzwischen für dich kein Problem. Du hast ja schon gegen Götter und so einen Schmarrn gekämpft. Ja, dann kannst du auch weiterkämpfen. Oh, ganz entspannt. Könntest du mir mal und gerne haben. Schon wieder keine Lust mehr, wenn ich die Baschus hier lese. Baschu, 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 Baschu. Sieg! Ich erwarte nichts von dir. Aber ich habe was von Assassins gelesen. Du wärst definitiv weggecritted. So, zack. Bitte nicht vergiften. In seinen genauen Land. Den brauche ich noch länger. Der Rest wird mir ehrlich gesagt wurscht. Also, nett. Sieg, wie gesagt. Schauen wir mal, in der zweiten oder dritten Welle werden wahrscheinlich irgendwas Fieses kommen. Aber in der letzten Welle wird dann der stärkste Gegner kommen. Den kann ich natürlich immer mit Kasakebill angreifen. Aber das ist ein Foreigner. Mich würde nichts mehr wundern. Mich wundert einfach gar nichts mehr. Okay. So, Runde oder können wir auch nochmal machen? Ah, mach was. Musik. Weil der erste wird sicher sterben. Den zweiten wird ein von den anderen wird dann noch Sieg eliminieren. Den letzten, wenn man dann halt in einem Zug später noch eliminieren. Aber okay. Ich habe schon wieder die MPs nicht mehr schon wieder gestellt. Aber ich wollte, ist das ein PC? Ich finde es so geil, man, wenn sie einfach so kommt, man, einen Planeten nimmt, einfach so in ihrem Bogen schwingt dann und dann BÄM auf den Gegner voll, man. Wenn der ist ein Lancelot, haut mit seinem Schwert drauf. Ganz ehrlich, man, ich meine bloß. Die Goddess of Romigard, also Alte, hüpft er in den Himmel, schießt er mit einer Lanze, wie er blitzt nach unten. Ich meine, Sieg verwandelt sich in Drachen, was jetzt auch eigentlich ganz cool ist, und Lancelot haut mit dem Schwert drauf. Immer noch besser ist das Summer's MP. Die cruist einfach ganz entspannt auf ihrem Bike durch die Gegend und sagt, okay, schönen Tag, haben wir ein bisschen Spaß und machen Party. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut, Mann. Lancelot. Ich will nicht immer so gemein zu Sieg sein. Er ist halt doch leider einer meiner effektivsten. Aber gerade war das sehr schlecht, Mann.
Das war jetzt sehr schlecht. Okay, die Runde wird noch überleben. Das macht nur 500 Schaden, genau. Dann kann ich noch einmal Kasekebild raushauen. So, was ist das für ein ekliges Viech? Mein Geyser, okay. Gut, dann gatzen wir. Lancelot Garten, super, sind alle unnütz. So, danke, ich wollte nämlich zwei Karten im Lot ziehen. Optimal. So, dann kommen wir mal. Boah, 60.000 wird das schon Schaden machen, Minimum. Wenn wir Glück haben. Ich hab die MPs immer noch nicht auf schnell gestellt. Da muss man eigentlich davor immer Siegs-MP raushauen. Wenn es schlecht gewinnt. Aber okay, ich habe ja in der Hinterhand Anna. Also mir ist eigentlich wurscht, du kannst jetzt gerne einen von meinen Partymitgliedern töten. Dann kommt der. Ha! Ha! Aber nicht zwei, das haben wir nicht abgemacht. Dann kann immer niemand sagen, dass ich schon wieder nicht die Servants hier, die das Spiel einem vorschreibt, hier nicht hernehme. Mit der Arztkarte das ist so schön quitten können, Mädel. Hi, ich bin Paracelsus und wer bist du? Vertraue dir. Du schaffst das, Mädel. Siren ist irgendwie so hart und jetzt. So hart und jetzt, Mann. Es ist halt nur praktisch, wenn man gegen Servants kämpft, aber gegen normale Gegner ist halt so unnötig. Doch, jetzt würde ich zusammengucken können. Ja, du schaffst es keinen mehr aus meiner Party zu töten. Jetzt nerv mich nicht. So, ja, jetzt ziehen wir die drei Anna-Karten, gell? Jetzt ziehen sie, Mann. Yeah. Hätte ich auch ruhig vorher schon ziehen können. Jetzt bin ich schon wieder grantig, Mann. Ich hätte sogar einen Quetzalcoatl mal hergenommen. Aber ganz ernsthaft, wenn da schon wieder Armada und Raidan kommt. Wieso kann da jetzt kein Caster kommen? Es kommen so gerne Casters. Diese Sphinxen, die tauchen auch hier noch auf. Jetzt natürlich nicht. Leute, ich freue mich, wenn wir irgendwann wieder ein Level haben, wo ganz viele Assassins kommen. Sieg, Power, Sansa. Oh, wieder eine Nacht vorbei. Haben wir wieder ein interessantes Gespräch mit unserer guten Ishtar? Ah, ruhen wir's aus. Ah, is it that time already? It must be Easter clock, that's so cool gewesen. You've got some good instinct. However, I do question your character for talking to someone without looking at them. Oh, does it mean you've become sensitive to my presence? If that's it, I wouldn't mind. That just means it's been worth teaching you proper manners than dealing with goddesses every night. In night mode from the get-go today. Huh? What is it? That's exactly what I'm telling you not to do. You don't stare at someone's face in silence, whether she's a goddess or not. You need to stay what he thinks or whisper sweet nothings. Never mind, tonight I came to praise you. Looks like you've befriended another new goddesses. Well done. I applaud you. And really is impressive, but for some reason I'm miffed. Let me pinch your cheek a bit. That made me feel better. What a strange effect. I'm going to record it thus. When Maxi becomes friendly with another goddess, inflicting physical pain will dispel my depression. Darf ich mich also nicht mehr mit allzu vielen Göttinnen anfreunden. Anyway, you know, despite her appearance, Quetzalcoatl is the strongest within the Three Goddess Alliance. Stärker als Gorgon? If she went all out, she could even defeat Gorgon, who has been gained. Quetzalcoatl is not useful so... Maxi? Say, you're looking mighty pale. Have you come down with something? Let me feel your forehead.
Yikes! You're burning up! I've never felt before. It's so hot before. Der Blick. The jungle? Is it because of the jungle? Is there some unknown infectious disease going around? Earth really is unclean, dirty, filthy. I'm just tired. Really? Just how tired are you? Mm-hmm. You haven't had a decent rest in a whole month. You're taking the term hard work to the extreme. Even hard labor and cure only lasts for 3 days. Maybe it's a little tougher than usual this time. I didn't know you're investigating the singularities after all. I suppose that is a difficult battle for you humans. Alright, then I'll take the rest off your watch. You go lie down over there. I got the entire area. I swear by the name of Irkala, no enemy shall come here. So sleep and be at ease. Of course, you can also tell me stories about the singularity you've encountered so far. The night is long. I promise I won't get bored. I'll be a good listener. Long ago in Okeanos, a rotten pirate named Blackbeard. Ach Leute, leider endet unsere schöne Zeit bald. Denn die Zeit läuft ab. A pyramid from the sky? What a foolish heroic spirit. I know the type. Just as stupid as King Gilbosch. Was? Hast du gerade Ozymandias beleidigt, Mann? Oh, das sieht so schön aus. Dieses Sparkling hier. That Nidocris sounds likable. Heroic spirit who treats ghosts. Well, in heroic spirits who appreciate a good thing in life. Huh, but skull-faced heroic spirit kind of turned me off. Wearing bones on their flesh just sounds painful. I ended up telling you about all six of them. Anyway, I'm glad you like my stories. I'm sorry, I ended up tiring you even more, but I enjoyed it. Thank you for sharing your experience with me. You enjoyed it? Yes, I'm sure it was a tough, merciless experience for you. But all that, it's like a sort of thrilling adventure I always dreamed of. And more than anything, each one of those singularities ended up happily. You're not the only one who worked hard. The humans in each period you visited never gave up, no matter how rough it got. They gritted their teeth and rose up. Yes, just what I expected of humans, nature, fate, the gods, and even evil itself within humanity. Only human can bring down all of that nonsense. They are the epitome of ultimate potential, so it is appropriate that I protect them. You like humans? Well, yes, I like them. I want to protect humans as well as have an adventure like that. But I don't have that kind of freedom. It looks like the morning sun is about to rise. We'd better get some sleep. We're going to bake on Uruk soon, right? The area around Uruk is overrun with Gorgons, demonic beasts, but I'm sure they won't be any problem for you. Eine sehr seltsame Person. Also, wie gesagt, ich kenne den Namen von dieser Person. Man kennt es, aber wie gesagt, ich verstehe es nicht. Also, wenn sie niest, verwandelt sie sich in diese andere Person. Die andere Person, die scheinbar ein Teil der Götterallianz ist. Heißt es, Ishtar hat zwei Persönlichkeiten? Zum anderen ist sie ja auch komplett anders, während Ishtar so, sag ich mal, ein bisschen spoilt, also ein bisschen verzogen ist und arrogant. Ja, ist sie eigentlich ziemlich nett hier, diese blonde Ishtar. Nun gut, liebe Leute, ob wir das Geheimnis um die gute Ishtar hier herausfinden werden oder nicht, werden wir beim nächsten Mal fahren, denn wir machen nur einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Fake Grand Order. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.